Der Herr ist gut. Wisst ihr, ich habe den Sinn meiner Existenz gefunden. Ich habe mich lange damit beschäftigt und immer wieder die Frage gestellt, warum hat Gott mich geschaffen? Die Fragen, die stellen sich ja viele Leute. Und ich habe eines Tages viele meiner Freunde, christlichen Freunde, diese Frage gestellt. Warum hat Gott dich geschaffen? Und obwohl das lauter christliche Freunde waren, die die Bibel gekannt haben, habe ich die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Ich war überrascht, was die Leute mir alles so gesagt haben, warum sie glauben, dass Gott sie geschaffen hat. Und als ich dann gesagt habe, aber warum glaubst du das? Dann wussten sie nicht warum. Dann haben sie entweder gesagt, ja, unser Lobpreisleiter hat das so gesagt, wir wurden geschaffen, um Gott anzubeten. Ich habe gesagt, aber wenn der Lobpreisleiter das sagt, wer sagt, dass das stimmt? Warum wurdest du geschaffen? Warum glaubst du das? Die Bibel sagt ganz klar, er, Jesus Christus, hat alles erschaffen für ihn selbst. Der Grund meiner Existenz ist kein anderer als Jesus Christus. Darum alles, was ich tue, alles, was ich bin, alles, was ich mache, ist einfach nur für Jesus. Für sonst niemand, für keinen Menschen. Und das ist so schön, einfach wissen zu dürfen, wir haben als Christen den Grund unserer Existenz gefunden. Egal, was wir sind, wo wir tun, wir leben für Jesus. Wir gehören ihm mit allem, was wir sind. Und wenn wir so unser Leben leben, dann werden wir immer glücklich und zufriedene Menschen sein. Ich möchte einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. Jesus ist hier mit den Jüngern und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar nicht zu deuten, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Sie aber überlebten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, ihr Kleingläubigen, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von den Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Der Titel meiner Predigt heute Morgen ist folgender. Lerne deine Lektionen und bestehe oder schaffe deine Prüfungen. Wisst ihr, was diesem Bibelabschnitt vorangegangen ist, kurz vorher, war, Jesus hat soeben ein Wunder getan und Brot vermehrt. Ich habe gestern gesagt, ich befinde mich auf einer geistlichen Reise. Meine geistliche Reise findet so statt, dass ich mich entschieden habe, die Bibel einfach ganz neu zu lesen, alles auf die Seite zu geben, was ich je gehört, was ich je gelernt, was ich je irgendwo aufgeschnappt habe und einfach die Bibel so zu lesen, wie sie ist und als absolute Wahrheit anzuerkennen und auch zu leben. Das hört sich jetzt so logisch an für uns Christen, ja, das tun wir doch alle. Wir leben doch die Bibel, wir glauben doch die Bibel. Aber wisst ihr, als ich mich entschieden habe, das zu tun, habe ich gemerkt, dass es in vielen Bereichen gar nicht so ist. Zum Beispiel, wenn wir das Vaterunser hernehmen, Jesus sagt,
um das tägliche Brot bittet heute. In dem Augenblick, wo ich mir Gedanken mache um das morgige Brot und die Rechnungen, die morgen zu bezahlen sind, lebe ich nicht mehr im Vaterunser. Weil Jesus meint, was er sagt. Also habe ich begonnen, die Bibel neu durchzulesen und durchzustudieren und einfach zu sagen, Herr, alles, was du sagst, glaube ich als die absolute Wahrheit und alles, was du sagst, werde ich auch leben. Auch wenn ich alles in meinem Leben umkrempeln und umändern muss. Jetzt muss ich hier kurz Pause machen einmal. Wie ist der Name von dir? Der Mann von der Katrin. Fabian. Mir ist ja gesagt worden, ich darf mich hier ganz frei fühlen. Also werde ich das auch tun. Dann werde ich mich ganz frei fühlen. Ich fahre ja gleich nach dem Gottesdienst weg und da kann nicht mehr viel schief gehen, nicht wahr? In 1,5 Stunden bin ich bei der Tür draußen. Und dann überlasse ich den Rest an Monika. Sie kann dann dafür gerade stehen. Sie hat mich hier an Land gezogen. Fabian, der Herr hat dein Leben ganz, ganz genau beobachtet und auch dein Herz geprüft. Du bist durch eine Zeit durchgegangen, wo der Herr immer wieder Dinge in deinem Herzen geprüft hat. Die waren nur zwischen dir und Gott. Wo du gemerkt hast, dass Gott zu dir redet, Gott an deinem Herzen wirkt, Gott dir auch gewisse Prüfungen auferlegt hat. Und der Herr hat dich beobachtet, wie du in diesen Prüfungen reagieren und agieren wirst. Einige dieser Prüfungen waren sehr persönliche Dinge, die zwischen dir und dem Herrn gestanden sind. Und der Herr möchte dir sagen, du hast diese Prüfung nicht nur bestanden, sondern du hast diese Prüfungen mit Auszeichnung bestanden. Weil dein Herz vor dem Herrn rein geblieben ist, und deine Motive vor dem Herrn aufrichtig sind. Und darum kommst du jetzt in eine Phase hinein in deinem Dienst, wo die Salbung sich verdoppeln wird. Es ist in deinem Herzen ein richtiges Verlangen, mehr von Gott zu erleben. Es ist so ein tiefer Schrei in deinem Herzen, mehr von der Kraft und mehr von der Autorität und mehr von der Salbung Gottes zu erleben. Und der Herr bringt dich jetzt in diese Phase hinein, wo sich die Salbung, die Kraft, die Autorität, aber auch die Vision verdoppeln wird. Du wirst plötzlich beginnen, Dinge zu sehen, die du noch nicht gesehen hast, weil der Herr dir beginnen wird, eine neue prophetische Schau zu geben. Der Herr wird dir einen prophetischen Geist geben. Der Herr wird das Prophetische, das in dir bereits da ist, ganz neu wecken und verstärken. Du wirst ganz neu und präzise prophetische Dinge sehen und schauen können. Und die Leute um dich herum, die werden das anerkennen. Leute werden erkennen, dass mit dem Fabian jetzt etwas anders geworden ist, weil der Herr dabei ist, dich auf eine neue Ebene zu heben. Der Herr macht dich so richtig wie zu einem Kaleb. Ein Mann des unwahrscheinlich starken Glaubens, der steht und sagt, dieses Land gehört mir und ich nehme jetzt mein Land ein. Und alles das kommt heraus, weil der Herr dein Herz getestet und geprüft hat. Und der Herr deine Motive geläutert hat. Und der Herr dich in die Waagschale gelegt hat. Und der Herr gesagt, ich habe dich als treu empfunden. Darum werde ich dich auch jetzt befördern. Wisst ihr, in dieser Geschichte sehen wir einige Dinge, Minja. Wir versuchen mich zu benehmen und zu predigen, ich verspreche es euch. Ich habe gesagt, wir versuchen. Dass ich's tue, kann ich nicht versprechen. Minja, als deine Eltern dich dem Herrn geweiht haben, hat der Herr das ernst genommen. Der Herr hat dein Leben in seiner Hand und der Herr möchte, dass du weißt, deine Pfade und deine Wege, die werden von ihm geführt. Auch wenn du dir Gedanken machen wirst, was du machen wirst nach der Schule und wohin du gehen wirst und welche Richtung du einschlagen wirst, der Herr hat den Weg bereits vorgezeichnet. Und über die nächsten 3 Jahre wirst du Erlebnisse haben, die dich ganz klar auf diesen Weg bringen. In den nächsten 3 Jahren wird der Herr dir Menschen den Weg schicken und Menschen werden dir über den Weg laufen. Und du wirst auch Erlebnisse haben, die dich so ganz klipp und klar und einfach und ohne Anstrengung genau auf den Weg bringen wird, den der Herr für dich geplant hat. Weil der Herr hat das Gebet deiner Eltern ernst genommen und der Herr hält dein Leben in deiner Hand und der Herr schult dich auch jetzt bereits für die Zukunft, die er für dich hat. Der Herr wird dich, wenn es seine Zeit ist, in andere Länder schicken. Du wirst vielen Armen dienen. Der Herr wird dein Herz so berühren für die Kinder und für die Armen,
dass du vielen Armen und vielen Kindern dienen wirst und du wirst die Gegenwart, die Kraft Gottes, die übernatürliche Versorgung Gottes und die Autorität Gottes erleben, wenn du den Armen, den Schwachen und den Kindern dienst. Und viele Menschen werden durch dich zu Jesus kommen. Matthäus 16. In dieser Geschichte sehen wir einige ganz wichtige Lektionen. Wisst ihr, wir müssen verstehen, dass alles, was Gott in unserem Leben tut, jedes Gebet, das Gott beantwortet, jedes Wunder, das Gott in unserem Leben tut, jede übernatürliche Versorgung, die Gott uns schenkt, Gott hat immer einen größeren Plan als nur die direkte Beantwortung unseres Gebetes. Und so oft ich muss mich konzentrieren. Die Dame, die den Lobpreis geleitet hat, ist das dein Ehemann? Bei euch wird sich viel abspielen in den nächsten Monaten. Bei euch wird es beginnen zu wurdeln und zu kribbeln. In eurem Geist wird der Herr beginnen, euch ganz neu zu machen. Der Herr wird euch füllen mit Visionen, mit Träumen. Der Herr wird euch neue Türen öffnen, ihm zu dienen. Der Herr wird euch plötzlich Türen öffnen, von denen ihr nicht gedacht habt, dass sie geöffnet werden können. Der Herr wird euer Haus verwenden, um Menschen zu befreien und Menschen in die Gegenwart Gottes zu finden. Euer Haus wird ein Haus sein, wo kaputte und gebrochene Menschen hineinkommen werden. Sie werden heil und befreit und gesalbt und gesegnet wiederum euer Haus verlassen. Der Herr wird euch Weisheit und Erkenntnis geben, wie ihr diesen Menschen dienen werdet. Es werden nicht nur gläubige Menschen sein, die kaputt und gebrochen sind. Der Herr wird euch auch Ungläubige zuführen und er wird euch die Schlüssel zu den Herzen dieser ungläubigen Menschen geben. Denn der Herr hat geplant, euch zu verwenden in einer ganz, ganz, ganz einfachen Art und Weise, aber dennoch so tief, dass Menschen sehen werden, das war Gott. Das waren keine Menschen, die uns da geholfen haben. Das war Gott. Und Gott selbst wird euch dazu zurüsten. Es wird eine außergewöhnliche, eine neue Fähigkeit, Worte der Erkenntnisse zu haben. Ihr werdet eine neue Fähigkeit haben, die Gabe der Geistunterscheidung, wo ihr ganz genau wissen werdet, was ihr tun müsst, wann ihr es tun müsst. Aber in eurem Haus wird es kribbeln und wurren voll Leben des Heiligen Geistes. Und Jesus wird viele Menschen bei euch zu Hause in euren vier Wänden verändert wieder rausschicken. Und da wird viel gegessen werden und gut wird sein. Wisst ihr, alles was, ich glaube, ich muss jetzt die Augen zumachen. Jesus ist so wunderbar. Ich liebe Jesus so sehr, wenn ich nur an ihn denke, kommen mir die Tränen. Er ist alles. Er ist unser Bräutigam, er ist unser Liebhaber. Er ist unser Versorger, er ist unsere Heilung. Wir dürfen nicht auf Menschen schauen, wir dürfen Menschen nicht verehren, wir dürfen nicht auf Menschen vertrauen, wir dürfen Menschen nicht auf die Bühne stellen. Wir müssen Jesus ins Zentrum der Gemeinde zurückbringen. Er ist das Ein, er ist das Alles, er ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr als nur unseren geliebten Jesus. Oft wie ich in der Nacht wunder und wenn ich dann in der Nacht am Bett liege, ich sage nur, oh Jesus, ich liebe dich und dann kann ich 2 Stunden nicht mehr schlafen. Weil Jesus einfach so außergewöhnlich und so toll ist. Auf jeden Fall, alles was der Herr in unserem Leben tut, hat mehr als nur den Sinn der direkten Beantwortung unserer Gebete. Und wir müssen das verstehen lernen, wir müssen die Lektionen lernen, die Gott für uns hat. Denn wenn wir die Lektionen nicht lernen, die Gott für uns hat, dann werden wir in unserem geistlichen Wachstum nicht weiterkommen. Dann werden wir uns immer im Kreis drehen. Wisst ihr, geistliches Wachstum hat ja nicht mit Alter zu tun. Genauso wie natürliches Wachstum nichts mit Alter zu tun hat. Ich kenne Leute, die sind 40 und 50 und sind noch lange nicht erwachsen. Und es gibt 18, 19-Jährige, die sind reif und erwachsen. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Es gibt Menschen, die gehen Jahrzehnte mit dem Herrn und sind geistlich nicht erwachsen. Und ein Grund dessen ist, dass wir die Lektionen nicht lernen, die der Herr möchte, dass wir sie lernen. In allem, was Gott in deinem Leben tut, in jeder Beantwortung eines Gebetes, in jedem Wunder, das Gott in deinem Leben verbringt, möchte Gott unbedingt, dass du lernst. Da gibt es eine größere Lektion als das direkte Beantworten des soeben gesprochenen Gebetes.
Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, der hat mir Lektionen gelernt. Manche lerne ich schneller, manche lerne ich langsamer. Ich hoffe, ich lerne alle, aber wie es eben so ist, manchmal lernen wir eben langsamer. Aber wisst ihr, wenn ich so auf mein Leben schaue, da gab es einschneidende Erlebnisse und Gebetserhörungen. Da gab es so gewisse Dinge in meinem Leben, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ging jetzt nicht nur darum, ein Wunder erlebt zu haben. Was will Gott mir beibringen? Was will Gott, dass ich daraus aus dieser Erfahrung lerne? Ich lebe zu Hause in Amerika, North Carolina. Ich habe ein Motorrad, so eine Honda Shadow 750er. Das ist so ein Cruiser, sagt man das auf Amerikanisch, wo man so die Füße ausstrecken kann und gemütlich fahren kann. Ich kaufe mir eigentlich so gut wie gar nichts, weil ich lebe ohne Gehalt und Einkommen und lasse mir alles vom Herrn schenken. iPad, Laptop, Motorrad, monatliche Miete fürs Haus und so weiter und so fort. Das ist recht gut, weil er hat so viel, dass ich immer genug habe zum Weggeben. So auch das Motorrad. Ich habe den Herrn einfach um ein Geburtstagsgeschenk gebeten, am 8.8.08, das war mein Geburtstag, und ich habe gesagt, Herr, alle reden, der 8.8.8 ist so ein besonderer Tag, der Tag der neuen Anfänge, der Zahl ist, spricht für Jesus Christus, es ist mein Geburtstag, ich möchte ein besonderes Geschenk von dir, es ist mir egal, was du mir gibst. Dann hat er mir dieses Motorrad geschenkt. Mit dem fahre ich dann, wenn ich zu Hause bin, ich bin nicht sehr viel zu Hause, aber recht gern. Und dann haben wir geplant eine dreitägige Fahrt. Wir fuhren 3 Tage, also 1500 Kilometer durch die Berge von Virginia und Tennessee und North Carolina. Wir haben das langfristig geplant, wir waren 12 Männer. So langfristig geplant und dann fuhren wir weg und dann am zweiten Tag plötzlich begann es zu regnen. Und ich bin auf meinem Motorrad gesessen und ich habe so gesagt, Herr, bitte nimm doch den Regen weg. So wie das der Wolfgang, glaube ich, heißt er, gell? So wie das der Wolfgang so auch gebetet hat in der Schweiz. Und als ich so betete, sprach der Herr zu mir, ich nehme den Regen nicht weg. Das musst schon du selber machen. Daraufhin habe ich gedacht, aha, interessant. Dann habe ich mal so meine Lenkstange kurz losgelassen, habe hinaufgezeigt auf den Himmel und habe gesagt, Wolken, ich befehle euch, aufzuhören, auf mich herunterzuspucken. Naja, wenn Gott sagt, ich muss das selber machen, dann muss er mir auch zutrauen, dass ich das so mache, wie ich eben bin, nicht wahr? Und dann in dem Augenblick hat es zu regnen aufgehört. Und wir hatten einen wunderschöne 3 Tage, wo wir einfach Genuss haben. Wisst ihr, ja, das ist toll, das ist begeisternd, wir können eine Geschichte erzählen, aber in allem, was Gott in unserem Leben tut, geht es darum, dass wir die Lektionen lernen, die Gott für uns hat. Unsere Befehle haben schöpferische Kraft. Wir haben Autorität, wenn wir es nur glauben würden und aussprechen würden. 1985 fuhr ich nach Rumänien, es war damals noch kommunistisch. Ich wollte eigentlich nicht fahren, ich wurde von einem Missionar gebeten mitzukommen. Wir schmuggelten damals 2 große Säcke voll rumänischem Geld hinein, was ja verboten war. Und wenn man erwischt wird, kommt man ins kommunistische Gefängnis, es war noch kommunistisch. Und ich habe da viel gehört von Christenverfolgungen und Quälen und so weiter und so fort. Und wollte eigentlich nicht gehen, habe aber dem Missionar versprochen, ich werde 3 Tage auf eine Hütte gehen, um fasten und beten und mich zurückzuziehen, um den Herrn zu fragen, ob ich gehen soll. In der klaren Hoffnung, dass er sagen wird, du brauchst nicht gehen. Dann war ich da oben auf dem Berg und am 3. Tag, ich habe so gefastet und gebetet und so richtig wunderbar den Herrn angebetet und so gesagt, oh Herr, ich liebe dich, Vater, ich liebe dich. Und plötzlich sprach der Herr zu mir, hör auf zu lügen. Ich weiß nicht, wie euer Gottesbild ist, wie ob Gott mit euch auch so redet, aber er redet mit mir ganz normal, weil ich rede mit ihm auch ganz normal. Ich bin ein einfacher Steirerbur aus Österreich. Und ich bin nie sehr geschult gewesen. Ich habe einfach Jesus lieb und so lebe ich mein Leben dahin. Auf jeden Fall sagt er zu mir, hör auf zu lügen. Dann war ich ganz baff. Aber Gott, warum lüge ich? Dann hat er mich in 1. Johannesbrief geführt. Wer sagt, er liebt Gott, aber seinen Bruder nicht liebt, ist ein Lügner. Denn wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst? Und dann brachte er mich weiter zur nächsten Bibelstelle im 1. Johannesbrief. Wahre Liebe ist die, der sein Leben für die Brüder niederlegt. Und der Herr sagte, du bist nicht bereit, in einem rumänischen Gefängnis für deine rumänischen Geschwister zu sterben. Also liebst du sie nicht, also liebst du auch mich nicht. War eigentlich logisch, oder?
biblisch, logisch und klar. Daraufhin habe ich mein Fasten abgebrochen, bin vom Berg runtergefahren und habe gesagt, ich fahre nach Rumänien. Vor uns, einem Tag zuvor, ist ein anderes Auto auch noch vorgefahren. Das waren amerikanische Missionare. Die sind vorausgefahren. Die hätten wir gleich über die Grenze treffen sollen und hätten uns dann ihr Teil des Geldes übergeben und wir hätten dann den Rest gemacht, haben es ganz runtergebracht an die russische Grenze zu verfolgten Christen. Auf jeden Fall, diese zwei Amerikaner sind bei der Grenze gestoppt worden, etwas unter Druck und Psychoterror gesetzt worden. Das können die ja recht gut, die Kommunisten. Und die sind dann weich geworden und haben alles verraten. Als wir bei der Grenze angekommen sind, haben sie schon auf uns gewartet. Sie haben alles gewusst über mich, alle Pläne, die ich hatte und so weiter und so fort. Sie haben uns von 18 Uhr abends, von 6 Uhr abends bis 4 Uhr in der Früh festgehalten. Ich musste mich Splitternacht ausziehen, Gesicht im Gewehr gegen mein Gesicht gehalten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, als sie um 6 Uhr, um 4 Uhr in der Früh uns weiterfahren ließen, da haben uns 5 Tage lang mehr als 100 KGB-Beamte verfolgt. Tag und Nacht, rund um die Uhr. Ich war bei einem Punkt, wir haben 5 Tage lang nur im Auto geschlafen, ein bisschen Müsli gegessen und auf die Seite gegangen, einfach so im Straßengraben. Wir waren in keinem Hotel, nichts. Wir haben versucht, die abzuschütteln. Es ging 5 Tage lang nichts. Einmal war ich bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, jetzt mache ich die Tür auf und schmeiße ich denen das Geld hin und lass mich verhaften und einsperren. Ich kann nervlich das nicht mehr aushalten. Ich schaffe es nicht mehr. In dem Augenblick ist eine Kraft Gottes über mich gekommen und es ging wieder weiter. Nach 5 Tagen, völlig übernatürlich, aber total übernatürlich, plötzlich waren wir die los. Wir konnten alles abliefern und alles erledigen und wieder nach Hause fahren. Tolle Geschichte, tolle Gebetserhörung. Aber, es gibt eine Lektion zu lernen in allem, was Gott in unserem Leben tut. Meine Lektion war, Gott, mein Leben ist in deiner Hand, kein Kommunist, kein Teufel, niemand kann mein Leben zerstören, solange du nicht den Schlusspfiff pfeifst. Logische Schlussfolgerung. Mein Leben ist in deiner Hand. Vor kurzem musste ich nach England fliegen zum Predigen. So von Charlotte nach London, ein Flug durch die Nacht. 18 Uhr hätten wir sollen wegfliegen. Und die haben gesagt, ja, es gibt technische Probleme. Wir werden erst um 8 Uhr wegfliegen, statt um 6 Uhr am Abend. Wir saßen dort, um 8 Uhr haben sie gesagt, bitte kommt alle her. Jeder kriegt einen 10-Dollar Gutschein, kauft euch was zum Essen. Es wird noch 2 Stunden dauern, bis wir die technischen Probleme gelöst haben. Alle holten sich den Gutschein und die Leute waren schon krantig und unanständig gegenüber den armen Fluggesellschaftsangestellten. Und ich habe gewartet, bis alle weg waren, dann bin ich hin, habe diese Dame angelächelt, habe gesagt, ich möchte mich so entschuldigen, dass die Leute sie alle so angepöbelt haben. Das tut mir so leid, sie können ja gar nichts dafür, dass der Flieger nicht geht. Daraufhin hat sie mich angelächelt und hat mir 2 Gutscheine gegeben. Und ich habe gesagt, aber ich bin nur alleine. Und sie hat gesagt, ja, ich weiß schon, das passt schon so. Während alle Hamburger gegessen haben, habe ich Sushi gegessen. Dann kamen wir um 10 Uhr wieder zurück und die haben gesagt, nein, es geht doch noch nicht. Um 2 Uhr in der Früh haben sie uns in den Flieger einsteigen lassen. Hinter mir waren 2 ältere Damen. Waren 2 ältere Damen und die 2 älteren Damen, die haben angefangen zum Reden. Ich mag nicht in den Flieger. Ich habe so Angst. Was ist, wenn der jetzt abstürzt? Die haben hier technische Probleme. Jetzt 2 Uhr in der Früh und ob sie das geschafft haben. Was ist, wenn da doch wieder was kommt, wenn wir oben in der Luft sind? Und Angst hat sich so richtig verbreitet dort unter diesen paar hundert Leuten. Nach 1-2 Minuten mir das anhören, habe ich mich kurz umgedreht und habe gesagt, Ladies, ich möchte Ihnen kurz etwas sagen. Dann haben sie mich einmal ganz groß angeschaut und ich habe gesagt, hör zu, das ist das sicherste Flugzeug der Welt. Jetzt haben sie mich ganz groß angeschaut. Das sicherste Flugzeug der Welt, wie kann es denn das geben? Ich habe gesagt, sie haben gesagt, ja, woher wissen Sie das? Ich habe gesagt, weil ich in den Flieger steige. Und solange ich im Flieger sitze, kann der Flieger nicht abstürzen. Das geht gar nicht, ist gar nicht möglich. Jetzt haben sie gesagt, ja, was ist denn mit Ihnen los? Warum können Sie das sagen? Ich habe gesagt, wissen Sie warum? Mein Leben ist in Gottes Hand. Ich fliege nach England, um zu predigen. Gott hat einen Auftrag für mich. Und solange der Auftrag nicht erledigt ist, bin ich unzerstörbar. Es geht gar nicht.
Jetzt sind wir endlich in Fliegereien. Ich habe dann relativ laut gesprochen, dass alle anderen meine Kurzpredigt auch hören. Und bin dann in den Flieger eingestiegen. Und als ich dann in den Flieger sitze, dann merke ich, eine der älteren Damen, die geht so durch den Gang. Und ich habe dann so gewunken, hallo, suchen Sie mich? Ah ja, da sind Sie, hat sie gesagt. Daraufhin sagte ich, ja, was wollen Sie? Ja, wissen Sie, meine Freundin, die hat noch so Angst. Sie hat mich zu Ihnen geschickt, um zu fragen, ob Sie das ernst gemeint haben. Daraufhin habe ich gesagt, 100% ernst, der Flieger stürzt nicht ab. Da geht gar nichts, das ist unmöglich. Okay, danke, ich habe mir es eh gedacht, hat sie gesagt. Geh zurück, das ist eine wahre Geschichte, das ist wirklich so geschehen. Geh zurück, setz dich hin, in der Früh, als ich vom Flieger aussteige, kommen die zwei Damen zu mir und sagen, Dankeschön, wir haben so gut geschlafen. Warum kann ich das sagen? Warum kann ich so kühn und frech sein? Wisst ihr warum? Alles, was Gott in meinem Leben tut, hat einen größeren Plan als die direkte Erhörung meines Gebetes. Gott will, dass wir alle Lektionen lernen, die er für uns hat. Wenn Gott dich beschützt hat, will er, dass du weißt, er kann dich immer beschützen. Wenn Gott dich einmal versorgt hat, will er, dass du weißt, Gott kann dich immer versorgen. Es ist leider oft so, dass wir sind so wie die Jünger, die haben soeben erlebt, dass Gott Brot vermehren kann. Übernatürliche Versorgung und im nächsten Augenblick sagt Jesus, pass auf vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die sagen schon, oh Scheibengeister, was ist denn jetzt los, jetzt haben wir kein Brot mitgenommen. Ich muss aufpassen, ich muss Deutsch reden, damit ihr mich auch versteht. Jetzt haben wir kein Brot mitgenommen. Und Jesus sagt, versteht ihr nichts? Habt ihr nichts gelernt? Habt ihr nicht die Lektion gelernt aus der Vermehrung des Brotes? Es ging nicht nur darum, dass 4.000 oder 5.000 Leute was zum Essen gehabt haben. Das war das Direkte, was ich tun wollte. Aber es gab eine Lektion darin, die ihr lernen müsst. Warum seid ihr so unverständlich? Warum lernt ihr nichts? Und so ist es auch in unserem Leben. Alles, was Gott in deinem Leben getan hat, da gibt es daraus eine Lektion zu erlernen. Und wir dürfen nicht es einfach abhaken und sagen, danke Jesus, du hast mein Gebet erhört. Ich kann jetzt im Hauskreis ein Zeugnis erzählen. Alle sagen, preis dem Herrn, du hast ein tolles Leben und wir machen weiter. Wir müssen die Lektionen lernen, die Gott für uns hat. Ich habe eine ganz andere tolle Lektion einmal gelernt. Wisst ihr, ich lebe unwahrscheinlich großzügig. Ich gebe alles immer her. Also ich gebe, jeden Tag gebe ich irgendwas her. Ich gebe immer gern Geld weg und wir haben viel Besuch. Bei uns im Haus ist immer Besuch. Das ganze Jahr über kommen Leute aus Europa und was weiß überall. Wir haben einen Vertrag gemacht. In dem Vertrag haben wir hineingeschrieben, an diesem Tag überzeichnen Debbie und Reinhard Hirtler alle irdischen Besitztümer Gott dem Allmächtigen. Haben das unterschrieben, haben den Hund auch noch reingeschrieben und haben alles Gott überschrieben. Und das leben wir auch so. Wisst ihr, wie angenehm das ist? Wenn beim Dach nämlich was zum Reparieren ist, dann sagst du einfach, Herr, dein Dach trieft. Ist nicht meins, ist deins. Wir leben auch wirklich so. Wenn ihr mal zu uns kommen wollt, Leute kommen zu uns, sie sagen, du, darf ich kommen? Vor kurzem ist jemand gekommen für ein paar Tage, eine Familie, die waren 3 Leute, die sind nach 2 Monaten erst wieder gegangen. Das ist okay. Es ist nicht mein Haus, es gehört dem Herrn. Wenn Leute bei der Tür reingehen, sage ich immer, alles, was du hier siehst und was du gerne haben möchtest, nimm es dir einfach, frag mich nicht. Autoschlüssel hängt hier, Motorradschlüssel hängt hier, der Weinkeller ist unten im Untergeschoss. Du kannst alles nehmen, nur meine Frau darf es nicht anrühren. Das ist die einzige, die nur mir gehört. Und es ist schön, so zu leben. Es ist wirklich schön zu leben, wenn in deinem Herzen kein Platz mehr ist für irgendwas, sondern nur mehr Jesus. Alles andere ist nicht wichtig. Er gibt's, Leute nehmen's, er gibt's weiter, Leute nehmen's. Es ist einfach, wir leben sehr gerne so. Es macht uns richtig Spaß, vor allem in Amerika. Es geht so richtig gegen die amerikanische Kultur. Die glauben alle, wir spinnen, die Amerikaner. Alle unsere Freunde sagen, die sind komplett verrückt, die zwei. Aber es ist einfach so schön. Und da habe ich eine ganz tolle Erlebnis gehabt, wo ich auch was gelernt habe für mich. Ich saß im Gottesdienst bei uns drüben bei Morningstar und da kam ein ganz großer, weltbekannter Mann, der gepredigt hat. Und der hat dann so eine richtig deftige Opferrede gemacht. So richtig amerikanisch deftig. Und ich bin da drin gesessen und ich habe gemacht, was ich immer mache.
Ich lasse mir von niemandem Schuldgefühle aufdrücken oder einreden. Ich reagiere auch niemals auf Druck von den Menschen, sondern ich tue einfach das, was Jesus mir sagt. Weil wenn ich am Abend zu Bett gehe, ist mir eigentlich wurscht, was die Leute über mich sagen. Hauptsache Jesus lächelt mir zu. Alles andere ist mir nicht wichtig. Dann habe ich so gesagt, Herr, wie viel soll ich ihm denn geben? Und der Herr sagt, $5. Da musste ich einmal nachfragen. Nur $5? Das ist aber nicht viel, Herr. $5. Na gut, habe in meine Geldtasche gegriffen, habe $5 rausgenommen und habe so anonym $5 in das Körbel geworfen. Ich fahre nach Hause, sitze beim Mittagessen. Als ich beim Mittagessen sitze, läutet mein Telefon. Da sagt eine Dame aus der Gemeinde, die sagt, du, ich war mit diesem Mann, mit diesem Prediger da beim Mittagessen und aus irgendeinem Grund sind wir auf dich zu sprechen gekommen und er möchte dich unbedingt treffen und persönlich kennenlernen. Hast du Zeit? Ja, eine Stunde kann ich mir schon Zeit nehmen. Bin auf ein Motorrad gestiegen, bin dorthin gefahren, wo er war. Wir saßen dort und wir plauderten eine Stunde. Nach einer Stunde plaudernd gehe ich bei der Tür raus. Plötzlich holt er mich zurück herein und sagt zu mir, komm zurück. Der Herr hat mir gerade gesagt, ich muss was tun. Zieht sein Scheckbuch heraus und schreibt mir einen Scheck für $500 und drückt ihn mir in die Hand. Jetzt bin ich auf dem Motorrad gesessen und habe gesagt, Herr, das war schon eigenartig. Ich gebe ihm 5, er gibt mir 500 zurück. Das ist ja wirklich so die hundertfache Ernte, die sehr schnell aufgegangen ist. Weil oft warten wir lange, bis die Ernte auch kommt. Und der Herr hat zu meinem Herzen gesprochen, ich habe nicht dein Geben belohnt, sondern deinen Gehorsam. Ich werde immer deinen Gehorsam belohnen. Gehorsam setzt die Kraft Gottes und die Wunder frei. Ich habe meine Lektion gelernt. Wisst ihr, und ich habe in meinem Leben viele Dinge erlebt, oft habe ich die Lektionen nicht gelernt. Oft habe ich dann nur, oh danke Gott, du hast mein Gebet erhört. Aber dann, als das Leben weiterging, als wieder neue Schwierigkeiten kamen, als Dinge wieder drunter und drüber gingen, habe ich wieder von vorne angefangen. Bis ich endlich aufgewacht bin und gemerkt habe, alles, was Gott in meinem Leben tut. Bei dir wird sich auch einiges ändern. Du mit dem braunen Leib, ja genau, du, wie heißt du? Jan. Okay, für die Aufnahme. Jan, bei dir wird sich in deinem Leben, es wird sich einiges ändern. In deiner Berufswelt wird es Veränderung geben. In der Berufswelt steht nämlich Belohnung und Beförderung an. Und der Himmel wird dir Belohnung und Förderung verschaffen. Es wird in deiner Berufswelt dir die Gunst zukommen von Menschen, die dir bis jetzt nicht auf deiner Seite waren. Leute werden erkennen, dass Gott mit dir ist. Leute werden erkennen, dass Gott die Demütigen erhöht und dass Gott die Treuen auch erhöht. Gott selbst wird dich befördern und erhöhen. Gott selbst, du wirst auch eine physische, eine natürliche Lohnerhöhung bekommen. Es wird sich in diesem Jahr, wird sich auch dein Geld vermehren, weil Gott dich belohnen wird. Der Herr wird Veränderung schaffen und der Herr möchte, dass du dadurch weißt, dass er zu dir steht, weil du auch zu ihm gestanden bist, in Zeiten, wo es nicht so leicht war. Gott steht mit dir, er bringt Veränderung und er wird dir Beförderung schaffen. Auf jeden Fall, da müssen wir lernen. Wir müssen lernen, diese Lektionen vom Herrn auch wirklich anzunehmen und zu erlernen. Jedes Mal, wenn Gott in deinem Leben etwas tut, da gibt es das direkte Resultat, aber eine größere Lektion zu lernen. Wie können wir diese Dinge lernen? Wie können wir das alles, was Gott Wolfgang unter, gut, ihr kriegt auch noch was, gell? Falls ich vergiss, erinnert es mir, aber ich muss jetzt einmal predigen. Wie können wir alle diese Lektionen lernen, die Gott für uns hat? Schauen wir uns diesen Text einmal an. Das erste, was Jesus zu ihnen sagt, Vers 8. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Das erste, was wir lernen müssen, ist, wir müssen unser Leben im absoluten Glauben leben. Dreimal sagt die Bibel, dreimal im Neuen Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht nur sich aus Glauben bekehren, nicht nur sich aus Glauben errettet. Römer 1, 17, Galater 3, 11, Hebräer 10, 38. Das war jetzt zu schnell, die Dame lächelt, die sagt, warum redet er so schnell? Ich will das mitschreiben.
Okay, machen wir es noch einmal. Hebräer 10, 38, Römer 1, 17 und Galater 3, Vers 11. Dreimal erwähnt das Neue Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Jesus hat seine Jünger immer wieder getadelt für ihren Unglauben und ihren Kleinglauben. Und hier in dem Zusammenhang, wo sie offensichtlich nichts gelernt haben aus diesem Wunder, aus der Brotvermehrung, wo Jesus dieses außergewöhnliche Wunder getan hat und das nächste Mal, wenn nur das Thema Brot hochkommt, sagen sie sofort, oh oh, wir haben kein Brot mit und Jesus hat jetzt ein Problem damit. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, kapiert's ihr nicht, wenn ich's einmal gemacht hab, kann ich's immer machen. Es geht hier nicht ums Brot, es geht hier nicht um die natürliche Versorgung. Und wir müssen lernen, jeden Augenblick unseres Lebens im Glauben zu leben. Wenn wir die Lektionen lernen wollen, die Gott für uns hat, dann müssen wir unser Leben aus Glauben leben. Jedem Augenblick unseres Lebens. Gott ist dein Versorger, nicht deine Firma, nicht die Bundesregierung und nicht die Wirtschaftslage. Gott kann verwenden, wen er will. Er kann verwenden, wen er will. Der Herr hat zu mir Folgendes gesagt. Ich bin sehr viel unterwegs, aber wenn ich dann nach Hause komme, bin ich immer in ein Restaurant gegangen, habe dort gearbeitet als Kellner, in einem italienischen Nobelrestaurant. Der Hauptgrund war, ich wollte einfach unter Ungläubige sein. Und ich wollte nicht nur Weissagen in den Gemeinden, ich wollte einfach wildfremden Leuten am Tisch da ein prophetisches Wort hinknallen und dann das Gläschen Wein dazustellen und auch für Wunder beten. Die Besitzer des Restaurants haben gesagt, als sie mich angestellt haben, es darf in diesem Restaurant nicht über Gott geredet werden. Nach einer Woche hatte ich solche Gunst, dass sie gesagt haben, du kannst alles machen, was du willst und du kannst immer arbeiten, wenn du willst. Wenn du nach Hause kommst, marschierst einfach rein im Restaurant, schickst einen anderen Kellner nach Hause und arbeitest du einfach. Das nennt man Gunst. Und jetzt habe ich das halt immer so gerne gemacht. Im heurigen Jahr, ich bin so viel unterwegs, dass es nicht mehr geht. Jetzt habe ich müssen dort meine Stelle aufgeben. Es ginge vielleicht noch hier und da ein paar Tage, aber ich habe im vorigen Jahr 3 Tage Urlaub mit meiner Frau gemacht. Die 3 Tage war ich so müde, die habe ich geschlafen, dass ich eigentlich mir gedacht habe, meine Frau verdient sich etwas mehr. Jetzt habe ich ein bisschen mein Leben geändert dieses Jahr. Jetzt musste ich dort meinen Job aufgeben, habe dort gekündigt Ende des Jahres. Und der Herr sagt zu mir, ich möchte, dass du niemals Menschen dienst und niemals dem Geld dienst, nur mir dienst. Ich möchte, dass niemals ein Mensch weiß, wie deine finanzielle Situation ausschaut. Nur ich brauche das Wissen. Das geht sonst niemand was an. Ich bin dein Versorger. Und wisst ihr, wenn wir zu dieser Freiheit kommen, dann ist egal, wie es in der Wirtschaft ausschaut, dann ist egal, wie die draußen alles umeinander krocht und zusammenfällt und zusammenfallen, kannst du gar nicht auseinanderfallen. Bei uns sagt man zusammenfällt in Österreich, in Deutschland für die Deutschen auseinanderfallen. Muss ich dann eine Übersetzerin bald raufholen hier auf die Bühne. Aber wisst ihr, wenn wir wirklich zu dem Punkt kommen, dass wir glauben, was die Bibel sagt, Gott ist unser Versorger, dann egal was ist. Die Jünger haben das nicht kapiert. Warum? Sie hatten nicht ihr Leben im Glauben gelebt. Das Erste, was wir tun müssen, um unsere Lektionen zu lernen, wir müssen jeden Augenblick unseres Lebens im Glauben leben. Jeden Augenblick unseres Lebens. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Problem ist, wir haben unser Leben so toll im Griff. Wir haben es so super im Griff. Wir wissen alles, wie wir es machen. Wir schaffen es alles. Wir haben alles im Griff. Und wenn wir einmal das nicht mehr im Griff haben, dann kriegt die Regierung das im Griff. Und die muss uns dann aushelfen. Wenn wir nur loslassen könnten, wenn wir nur zu dem Punkt kommen könnten, wo wir einfach unser Leben völlig loslassen, in die Hand Gottes lassen, ihm bedingungslos vertrauen und wirklich unser Leben im Glauben leben würden. Jeden Augenblick meines Lebens. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor nicht so langer Zeit. Das tut weh, ganz weh. Und das war schlimm. Wir haben keine Krankenversicherung, weder meine Frau noch ich noch unsere 2 Kinder. Das ist in Amerika nicht so, wie es hier ist. Wir sind alle unversichert und in Amerika ist das sehr, sehr, sehr teuer. Mein Sohn hatte einen Autounfall vor Jahren, ein paar Röntgenbilder und wieder nach Hause geschickt mit einer Handvoll Schmerztabletten und Schmerzen, $5,000. Also wir sind alle unversichert. Und dann bin ich nach 2-3 Stunden immer wach geworden mit wahnsinnigen Rückenschmerzen und meine Frau sagt zu mir,
Schatzel, wir müssen teurere Matratzen kaufen. Wir müssen eine teurere Matratze kaufen. Es ist so schwer für mich, Deutsch zu reden, weil ich so wenig Österreichisch reden kann. Aber in 2 Wochen predige ich in Österreich, dann geht's los. Wir müssen uns eine teurere Matratze kaufen, damit du eine Nacht durchschlafen kannst. Du brauchst den Schlaf. Und als sie das so gesagt hat, sprach der Herr zu meinem Herzen, du brauchst keine Matratze, du brauchst Glauben. Daraufhin haben wir gedacht, eigentlich, das ist biblisch. Das stimmt. Mit Glauben kann ich auf jeder Matratze schlafen, auch egal wie der Rücken ausschaut. Daraufhin habe ich zu meiner Frau gesagt, was der Herr mir gesagt hat, habe gesagt, ich werde jetzt jeden Tag Abendmahl feiern. Jeden Tag, wurscht wo auf der Welt ich bin, ich nehme immer ein Weinfläschchen mit und ein Brot mit und egal wo auf der Welt ich bin, jeden Tag feiere ich das Abendmahl und schaue auf das Kreuz und danke Jesus für das, was er am Kreuz getan hat. So habe ich das gemacht. Nach 4 Wochen plötzlich wache ich nicht mehr auf in der Nacht und schlafe durch die ganze Nacht. Ich habe meiner Frau das erzählt, sie war ganz glücklich. Ich habe gesagt, aber Abendmahl feiere ich jetzt weiter. Ich da, wo ich bin, du da, wo du bist und ich bete für dich, du betest für mich. So sind wir im Geist immer schön verbunden, weil oft geht es mit Skype nicht so gut, wie es im Geist geht. Also sind wir im Geist so schön verbunden und wir feiern jeden Tag das Abendmahl. Wir müssen unser Leben aus Glauben leben. Das war das Erste, was Jesus ihnen gesagt hat. Wie können wir noch weiterhin unsere Lektionen lernen? Schau Vers 9 an. Vers 9. Versteht ihr nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Körbe ihr aufhebt? Schau mal auf Vers 11. Wie? Versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Jesus sagte, versteht ihr nichts? Wenn du die Lektionen lernen willst, die Gott für dich hat, du musst erstens das Glauben leben, zweitens, du musst verstehen, was Gott in deinem Leben tut. Du musst verstehen, dass alles, was Gott getan hat, hat einen größeren Zweck. Du musst eine Herzenshaltung haben, die sagt, Herr, ich will deine Wege verstehen lernen. Jesaja 55, Vers 8 und 9 sagt, seine Wege sind höher als unsere Wege und seine Gedanken höher als unsere Gedanken. So viel der Himmel über der Erde ist, so sind seine Wege über unsere Wege und seine Gedanken über unsere Gedanken. Wir müssen die Wege Gottes verstehen lernen. Wenn wir die Wege Gottes nicht verstehen lernen, wenn wir nicht verstehen lernen, das Reich Gottes denken und das normale weltliche Denken, das uns anerzogen wird, völlig konträr ist, dann werden wir unsere Lektionen nicht lernen. Die Welt lehrt uns, kämpf ums Überleben. Jesus sagt, wenn du leben willst, musst du sterben. Wenn du dein Leben nicht aufgibst, wirst du es nicht finden. Die Welt lehrt uns, wir müssen uns nach oben kämpfen. Jesus sagt, du musst dich erniedrigen und ich bring dich nach oben. Und es gibt so viele Bereiche im Wort Gottes, wo unsere Denkweise so konträr ist und wir verstehen die Wege Gottes nicht und deshalb verstehen wir auch die Lektionen nicht, die Gott uns unbedingt beibringen möchte in all den Dingen, die wir erleben und die er in unserem Leben tut. Und er sagte zu den Jüngern, bitte versteht ihr nicht, es geht doch nicht ums Brot. Habt ihr nicht gesehen, 5000 und 4000 und die Brote und die Vermehrung? Habt ihr nicht erlebt, wie ich das machen kann? Versteht ihr nicht? Und ich frage mich, wie oft der Herr zu mir sagen musste, Reinhard, verstehst du nicht? Verstehst du nicht, dass ich dir was Größeres beibringen will? Verstehst du nicht, dass es nicht darum geht, dass du raufschaust und sagst, Wolken, hört's auf, runter zum Spucken? Es geht darum, dass du verstehst, welche Autorität und welche Macht deine Worte haben. Verstehst du nicht, dass ich dich nicht in Rumänien befreit habe, weil ich dir halt da eine Gebetserhörung geben wollte? Verstehst du nicht, dass ich dir beibringen wollte, dass dein Leben in meiner Hand ist und nichts und niemand, kein Kommunist und kein Teufel der Welt kann dein Leben zerstören? Verstehst du nicht?
Reinhard, verstehst du nicht, als du nichts zu essen hattest und Leute von der Straße aufglaubst und nach Hause brachtest, die Drogenabhängigen und Satanisten und die alle bei dir einzogen und alle gesagt haben, deine Ehe wird kaputt gehen, so kann das gar nicht gehen. Und ich euch übernatürlich versorgt habe, verstehst du nicht, dass ich dir damit zeigen wollte, ich kümmere mich immer um dich, schau nur auf die Armen. Gott möchte, dass wir verstehen, dass seine Wege anders sind wie unsere Wege. Seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Römer 12, Vers 2, so eine wunderbare Bibelstelle, die die meisten Christen ja eh sehr gut kennen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie können wir verändert werden? Wir werden verändert durch die Erneuerung unserer Gedanken. Wie werden unsere Gedanken verändert? Ja, durch das Wort Gottes, aber auch, indem wir jedes Mal, wenn Gott in unserem Leben etwas tut, verstehen, es gibt einen größeren Zweck dahinter. Jedes Mal, wenn Gott uns ein Gebet beantwortet, wir müssen verstehen, da gibt es etwas zu lernen. Gottes Wege sind größer, Gottes Gedanken sind größer, Gott ist so viel höher. Wir singen die Lieder alle und oft im Alltag klappt es dann doch nicht so. Wir müssen, Gott hat zu mir eines Tages gesagt, als ich so im Gottesdienst saß und wir da die tollsten Lieder gesungen haben und ich dann so Revue passieren habe lassen, so ich war Pastor damals in der Gemeinde, so Revue passieren habe lassen, wie die Leute sich im Alltag doch abkämpfen und wie das, was wir da singen, ja am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag gar nicht gelebt wird. Und ich begann zu weinen dort als Pastor der Gemeinde. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, ich werde diese Kluft zwischen gesungenen Liedern und gelebten Leben schließen. Damit das, was wir am Sonntag singen, Montag bis Samstag auch leben werden. Das ist der Plan und der Wille Gottes, dass wir alles, was er für uns hat, auch tatsächlich im praktischen Alltag erleben und erlernen. Aber wir werden nur verändert, indem wir verstehen, dass Gott in allem das, was er uns erleben lässt, eine größere Lektion erteilen will. Nämlich seine Wege sind größer, seine Gedanken sind höher, nichts ist bei Gott unmöglich. Wir müssen im Glauben leben und wir müssen verstehen, was Gott mit uns vorhat. Wie können wir diese Lektionen noch lernen? Vers 9. Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000? Wir müssen glauben, wir müssen verstehen, wir müssen uns ständig erinnern an das, was Gott in unserem Leben getan hat. Wisst ihr, der Feind möchte, es ist eine Strategie des Feindes, dass wenn, da hinten ist ein Mann mit dem Schal, hebe mal kurz deine Hand, ganz hinten, ein Mann mit dem Schal, rotes Dings, grauer Schal, ja, genau, wie heißt du? Stefan, okay, für die CD. Stefan, übernatürliche Versorgung kommt zu dir, der Herr ist dabei in deinem Leben etwas sehr, 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 sehr Tiefes zu tun. Es gibt etwas in deinem Herzen, wonach du zu Gott gebetet hast, wonach du Gott gebetet hast. Er möge dir doch dieses Gebet beantworten. Und der Herr möchte, dass du weißt, die Antwort ist bereits unterwegs. Er hat sie bereits vom Himmel losgeschickt und die Antwort kommt zu dir. Gott hat dein Gebet gesehen, Gott hat dein Schreien gesehen, Gott hat dein Verlangen gesehen und Gott wird dir das geben, wonach dein Herz verlangen hat. Und Gott wird dir auch lehren, Gott wird dir neue Schätze aus dem Worte Gottes zeigen, Gott wird dir Wahrheiten aus dem Worte Gottes zu erkennen geben und er wird dir die Möglichkeit geben, diese Wahrheiten anderen Menschen mitzuteilen und viele Menschen werden durch diese Erkenntnisse und diese Wahrheiten gesegnet werden und die werden den Herrn durch dich dadurch erfahren. Wir müssen uns erinnern an die Dinge, die Gott getan hat. Wie oft ist es? Es ist eine Strategie des Feindes, dass wenn wir mitten in Schwierigkeiten stehen, so wie die Jünger, wir haben Brot vergessen, jetzt kommen wieder Probleme. Und Jesus hat noch dazu gesagt, Sauerteig, der hat genau gewusst, dass wir Probleme haben. Wir kriegen Probleme. Und Jesus sagt, erinnert ihr euch nicht? Erinnert euch doch daran, was ich soeben getan habe.
Und in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten der Probleme, in Zeiten der Anfechtungen, die wir alle haben, du und ich, mein Leben ist ein Leben, die Straße meines Lebens ist gekennzeichnet von Schwierigkeiten, Krankheiten, Anfechtungen, von Tod. Zwei meiner Brüder sind gestorben, meine Schwägerin ist voriges Jahr gestorben. Sexueller Missbrauch als Kind, jahrelang vergewaltigt worden und. Ich lebe auch ein normales Leben, so wie wir alle. Aber wisst ihr, in Zeiten dieser Anfechtung, in Zeiten dieser Schwierigkeiten, in Zeiten dieser Sachen, wo es einfach nicht so geht, wie es gehen sollte und wie wir es uns wünschen, möchte der Feind, dass wir uns fokussieren auf die gegenwärtigen Umstände und uns nicht erinnern an das, was der Herr bereits in der Vergangenheit getan hat. Und Jesus sagt, erinnert ihr euch nicht? Denkt doch zurück daran. David war so ein tolles Beispiel. Als David bereit war, gegen Goliath zu kämpfen und als er vor dem Saul stand, sagte er zu Saul Folgendes. Weißt du, lieber König, als ich eines Tages auf dem Felde war, da geschah Folgendes. Ein Löwe kam und der Löwe wollte mir ein Schaf stehlen. Ich habe den Löwen gepackt und erschlagen. Ein Bär kam und auch den habe ich besiegt. Und dann sagt er Folgendes. Der Herr, der mir den Löwen und den Bären in die Hand gegeben hat, der wird mir auch diesen unbeschnittenen Philister in meine Hand geben. Er erinnerte sich zurück an das, was Gott bereits getan hat. Und wenn wir die Lektionen erlernen wollen, dann müssen wir uns in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten, wo es Anfechtungen gibt, in Zeiten, wo es Widerstand gibt, in Zeiten, wo es so scheint, als Gott hat uns jetzt kurz vergessen, an diesen Zeiten müssen wir im Glauben leben. In diesen Zeiten müssen wir unbedingt lernen zu verstehen, dass Gott uns etwas Größeres lehren will. Und in diesen Zeiten müssen wir uns erinnern an die vergangenen Siege. Wir müssen Pause machen. Wisst ihr, ich habe so eine Lebensphilosophie. Wenn es bei mir so nicht klappt, dann drücke ich die Pause-Taste in meinem Leben. Ich drücke mal Pause, halt mal still, lass alles liegen und stehen und dann erinnere mich zurück, was Gott getan hat. Und dann stehe ich auf und dann sage ich, ja, damals haben wir nichts gehabt und der Herr hat uns versorgt, er versorgt mich auch jetzt. Damals war ich schwerst krank und die Ärzte haben gesagt, du wirst niemals geheilt werden können. Und im Mai 2005 hat Gott mich nach 12 Jahren harten Leidens in einem Augenblick geheilt. Ja, ich erinnere mich zurück. Und mein Gott, der mich geheilt hat, ist mein Gott, der heute noch heilt. Wir müssen uns zurückerinnern an die Dinge, die wir mit Gott erlebt haben. Wir müssen diese Erinnerung wieder vor Augen halten und wir müssen sie deklarieren und proklamieren. Und wir müssen kühn und mutig aufstehen. Wir müssen sagen, Feind, hör zu, ich sag dir, an was ich mich erinnere. Das und das und das und das hat Gott in meinem Leben getan. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich niemals aufhören werde, mich zu erinnern an die großartigen Dinge, die Gott bereits in der Vergangenheit getan hat. Alles, was Gott in deinem Leben tut, hat mehr als nur einen einzigen Zweck. Wir müssen uns erinnern. Psalm 78, Vers 41. Schaut euch mal diese Bibelstelle an. Psalm 78, Vers 41. Immer wieder versuchten sie Gott und sie kränkten den Heiligen Israels. Sie dachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie von dem Bedränger erlöste. Sie erinnerten sich nicht zurück an den Augenblick, wo Gott sie erlöste. Gott hat sie übernatürlich vom Bedränger erlöst. Gott hat sie von Ägypten freigesetzt. Gott hat sie herausgeführt auf eine übernatürliche Art und Weise. Und als sie in der Wüste waren, als sie in den Schwierigkeiten waren, gedachten sie nicht an seine Hand. Sie erinnerten sich nicht an die Zeiten, wo Gott die Wunder getan hat. Wir müssen uns erinnern an das, was Gott in unserem Leben getan hat. Psalm 105, Vers 5. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.
Wir müssen immer wieder zurückgedenken. Wir müssen in unserem Leben Meilensteine aufrichten, Altäre bauen, wo wir sagen, weißt du was, ich weiß, es geht alles zurzeit nicht so, wie ich es wünsche, aber ich erinnere mich genau an das, was Gott bereits getan hat. Und Gott ist derselbe. Er ändert seine Meinung nicht. Er ist immer der gleiche. Und was er einmal getan hat, kann mein Gott immer tun. Wie können wir unsere Lektionen lernen? Erstens, wir müssen permanent im Glauben leben. Zweitens, wir müssen verstehen, dass Gottes Wege so anders sind als unsere. Dass Gottes Gedanken so anders sind als unsere. Gott ist nicht gebunden an diese irdischen Dinge und an diese irdischen Problemchen, die wir hier sehen. Gott ist höher, Gott ist größer, seine Wege sind anders, seine Wege sind größer, seine Wege sind höher. Wir müssen anfangen, was wir in der Bibel lesen, so glauben und auch praktizieren. Weißt du, was du glaubst, das beweist sich ja nicht durch dem, was du am Sonntag im Gottesdienst sagst, sondern wie du reagierst am Montag, wenn die Prüfung kommt. Das bestätigt deinen Glauben. Das beweist, was du wirklich glaubst. Wie du dann handelst, wenn die Prüfungen da sind, das beweist deinen wahren Glauben. Wir müssen lernen, was Gott tut. Wir müssen immer wieder uns daran erinnern, was Gott getan hat. Aber nicht nur müssen wir die Lektionen lernen, wir müssen auch die Prüfungen Gottes bestehen. Wisst ihr, eine der größten Selbsttäuschungen im Reich Gottes ist es, dass wir glauben, weil wir eine Offenbarung haben, wandeln wir bereits darin. Das ist, die Bibel nennt das Selbsttäuschung. Jakobus sagt, täuscht euch nicht selbst. Ihr schaut in den Spiegel und es ändert sich nichts. Wir müssen alles leben, was wir lernen, alles umsetzen, was wir hören. Und darum wird Gott uns immer wieder prüfen. Gott prüft unser Herz. Warum prüft Gott unser Herz? Warum erlaubt Gott Prüfungen in unserem Leben zu? Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn du morgen über einen Fluss fahren musst und da ist eine große Brücke drüber und auf der Brücke steht Folgendes. Wir denken, dass diese Brücke 1,5 Tonnen tragen könnte. Würdest du drüber fahren? Wer hat ja gesagt? Ja, ich auch. Aber meine Frau sagt, ich bin verrückt. Sagt deine wahrscheinlich auch, gell? Kein normal funktionierender Mensch würde mit einem 1,5 Tonnen Auto über eine Brücke fahren, wo draufsteht, wir glauben, diese Brücke könnte 1,5 Tonnen tragen. Warum fahren wir über die Brücke? Weil sie geprüft wurde. Sie wurde geprüft, sie wurde getestet, es steht ein Zeichen da, sie hält 1,5 Tonnen aus, wir wissen, wir können drüber fahren. Der Herr prüft unser Herz immer wieder. Warum? Erstens, der Herr möchte sehen, ob wir in dem Leben, was wir auch erkannt haben. Nur Prüfungen zeigen, wo wir wirklich stehen. Wir wissen oft gar nicht, was tief in unserem Herzen drinnen ist. Darum erlaubt der Herr Prüfungen, um uns zu zeigen, ob wir in dem leben, was wir auch gelernt und erkannt haben. Denn nur die Prüfungen zeigen, in was wir leben. Und es gibt in Wirklichkeit nichts Schöneres wie die Prüfung. Wisst ihr, ich habe Folgendes gelernt. Mit Gott bestehst du jede Prüfung. Auch bei Gott bestehst du jede Prüfung. Einige schauen mich jetzt an und sagen, das will ich jetzt erklärt haben. Ich erkläre es dir. Bei Gott bestehst du jede Prüfung. Du machst sie so oft, bis du sie bestehst. Stimmt das nicht? Stimmt das nicht? Schaut euer Leben an. Als ich noch Pastor war bei uns in der Gemeinde, ich habe zu meiner Frau gesagt, das, was für mich das Schwierigste ist, am Pastor zu sein, dass ich die Leute, die ich so liebe, sehe, die laufen 40 Jahre im Kreis herum und machen dieselben Prüfungen immer wieder. Wenn sie nur bestehen würden, könnten sie weitergehen. Aber Gott ist eh so gut. Er sagt, na, machen wir es halt noch einmal. Machen wir es halt noch einmal. Machen wir es halt noch einmal. Ein 5. Mal, ein 6. Mal, ein 7. Mal. Ich habe Geduld, ich habe Zeit, ich bin liebevoll, ich bin fürsorglich, ich bin gnädig, ich bin geduldig. Ich werde die Prüfung mit dir so lange durchmachen, bis du endlich die Prüfung auch bestanden hast. Darum, wenn wir schlau sind, dann bestehen wir unsere Prüfungen schnell, weil dann können wir zur nächsten Prüfung gehen. Prüfungen bringen ja Beförderungen. Aber Gott wird unser Herz immer prüfen, um zu sehen, ob wir in dem leben, was wir auch gelernt haben.
Er prüft uns immer wieder, um uns unser Herz aufzuzeigen und uns, um uns zur Umkehr zu bringen, damit wir zu dem Punkt kommen können, wo wir wirklich immer Jesus ähnlicher werden. Wo wir das, was wir innerlich sind, auch äußerlich widerspiegeln. Das ist der Wunsch des Herrn, dass der Herr alles, was innen ist, äußerlich auch sichtbar ist, dass wir transparent sind, dass wir einfache, normale Leute sind, denen Herz Jesus ständig verändert. Ich werde euch zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Ein Mann ging in eine Bücherei, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, und borgte sich dort ein Buch aus. Als er sich dieses Buch ausborgte, begann er zu lesen und sein Herz war zutiefst bewegt. Nicht von dem Inhalt des Buches, sondern am Rand des Buches hat eine Dame mit Bleistift ihre eigenen Gedanken dazu geschrieben. Und er begann sich in diese Dame zu verlieben, obwohl er nicht wusste, wer sie war. Es stand nur der Name vorne drinnen im Buch. Er hat es ähnlich ausfindig gemacht, wer diese Dame war, begann mit ihr einen regen Briefverkehr. Und als er den regen Briefverkehr begann, hat er um ein Foto gebeten. Diese Dame hat zurückgeschrieben und hat gesagt, ich schicke Ihnen kein Foto von mir, weil ich möchte, dass Sie mich einfach so mögen, wie ich bin und wie Sie mich kennen. Daraufhin hat der Mann gesagt, können wir uns doch treffen? Diese Frau hat gesagt, natürlich, er war vom Süden Amerikas, sie war von New York. Die Frau hat ihm zurückgeschrieben, kommen Sie auf die Grand Central Station in New York, dort treffen wir uns zu diesem Tag, an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt. Aber dann plötzlich kam der Krieg und der Mann musste nach Europa in den Krieg. Als er nach ein paar Jahren zurückkam, hat er sich gedacht, ob diese Frau wohl noch da ist und ob sie sich noch mit mir treffen will. Schrieb ihr wieder einen Brief und sie sagte sofort, ich würde mich gerne mit Ihnen treffen. Wie werde ich Sie kennen, sagte der Mann. Ich werde in meiner Jacke eine Rose hineinstecken und Sie werden mich an der roten Rose, die in meiner Jacke steckt, erkennen. Der Mann fuhr ganz aufgeregt nach Grand Central Station. Er wusste nichts von der Frau. Sie hat ihm nie Alter verraten, sie hat ihm nie Aussehen verraten. Er hatte keine Ahnung, ob sie jung, alt, hübsch oder nicht hübsch ist, aber sein Herz war berührt von dem Briefverkehr mit dieser Frau. Er kam nach Grand Central Station in New York. Als er dort stand und herumblickte und herumblickte und herumblickte, sah er keine Frau mit einer Rose in ihrer Jacke. Plötzlich kam eine bildhübsche junge Dame vorbei. Und er stand dort in seiner Uniform. Daraufhin sagte diese bildhübsche junge Dame, na junger Mann, wollen Sie nicht mit mir mitkommen? Ich würde gerne mit Ihnen essen gehen. Der Mann schaute auf diese bildhübsche junge Dame. Er war zutiefst angetan von ihrem Aussehen, von ihrem Charme, von ihrer Ausstrahlung. Er war total angetan. Aber es war keine Rose in ihrer Jacke. Für einen kurzen Augenblick war er hin und her gerissen und wusste nicht, was er tun sollte. Aber dann entschloss er sich und sagte, nein, danke, ich bin verabredet. Ich gehe nicht mit Ihnen. Die Frau ging weg. Und eine Minute darauf kam eine alte, grauhaarige Dame auf ihn zu. Sie hatte eine Rose in ihrer Jacke stecken. Der Mann schaute diese alte Dame an, wollte dieser jungen Hübschen nachlaufen, aber entschloss sich, doch hier zu bleiben. Die alte Dame ging auf ihn zu, nahm die Rose von der Jacke heraus und sagte, hier, junger Mann, gehen Sie in dieses und jenes Restaurant, dort wartet jemand auf Sie. Als der Mann sagte, was ist denn das los? Ich verstehe das nicht, sagte die alte Dame. Eine hübsche junge Dame gab mir diese Rose und sagte, geben Sie sie diesem Soldaten und sagen Sie ihm, es ist eine Prüfung. Er hat die Prüfung bestanden. Und wisst ihr, und so ist es oft auch mit dem Herrn. Der Herr prüft unser Herz. Der Herr prüft unser Herz. Er will uns wissen lassen, was da drinnen versteckt ist.
Und nicht nur will er es uns wissen lassen, er will uns auch zeigen, ob wir in dem wandeln, was wir erkannt und was wir gelernt haben. Lerne, Gottes Wege zu verstehen. Schaffe die Prüfungen Gottes beim ersten Mal. Dann kommst du immer in deinem Leben weiter. Reifst du. Dann wird dein Leben ein Leben des Sieges sein und nicht ein Leben der Niederlage. Wolfgang und Gudi. Wolfgang und Gudi, der Herr möchte, dass ihr wisst, obwohl ihr das eh wisst, aber er möchte es euch noch einmal bestätigen, dass diese Ehe im Himmel zusammengefügt wurde. Der Herr hat euch zueinander geführt, der Herr hat euch einander gegeben, der Herr hat euch einander geschenkt. Dieses Geschenk Gottes, das er euch aneinander gegeben hat, hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, der Herr wollte euch einfach gut tun, weil er sagt, ich mag euch, ich bin stolz auf euch, ich liebe euch, ihr seid mir treu gewesen, ich will euch einfach beide gut tun. Aber der zweite Grund ist, der Herr möchte euch auch als Ehepaar verwenden. Und der Herr möchte wissen, ich sehe, dass in der Vergangenheit ist etwas, das sieht aus als verschwendete Jahre. Der Herr möchte wissen, kein einziger Tag war verschwendet. Ihr habt genau zum richtigen Zeitpunkt geheiratet, es war alles im perfekten Plan Gottes, nichts daran an der Vergangenheit war verschwendet, weil der Herr auch die Vergangenheit verwenden wird, um nicht nur um in euch noch mehr Wiederherstellung zu bringen, aber euch dazu verwenden, in vielen anderen Menschen Wiederherstellung zu bringen. Der Herr wird euch einen besonderen Dienst geben an jungen Erwachsenen, nicht Teenagern, sondern jungen Erwachsenen. Der Herr wird euch Menschen zuführen, junge Erwachsene, die orientierungslos sind, die durch viel Schwierigkeiten gegangen sind, und der Herr wird euch eine Salbung geben, diese jungen Erwachsene zu führen. Ich sehe richtig, wie bei euch so eine Art Hauskreis stattfindet, wo junge Erwachsene sind, die ihr mentern werdet, die ihr lehren werdet, die ihr im Glauben heranwachsen sehen werdet und die in viele Länder dieser Welt vom Herrn geschickt werden, um den Herrn zu dienen. Und ihr werdet teilhaben an der Ernte, die diese jungen Erwachsene einbringen werden für den Herrn. Der Herr hat Wohlgefallen an euch und der Herr ist zufrieden mit euch. Und er wird euch segnen und seine Pläne in eurem Leben erfüllen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Diese blonde Dame hier, ja, du. Genau, du, wie heißt du? Andrea. Andrea, der Herr hat dich nicht vergessen. Der Herr hat dich auch nicht in eine Ecke gestellt. Der Herr hat dich nicht auf der Seite lassen. Der Herr hat dich nicht vergessen und der Herr wird dich auch nicht vergessen. Du verstehst zurzeit diese Sache nicht, wo du in deinem Leben durchgehst, und den Zeitplan Gottes verstehst du nicht ganz und kannst du nicht ganz einordnen. Aber der Herr möchte, dass du weißt, er hat auf dich nicht vergessen. Es ist jetzt nicht die richtige Zeit, um mich in das zu bringen, wonach du dich so sehnst. Aber der Herr wird dich da hineinbringen. Er wird dir das geben. Er hat dich nicht vergessen. Und er wird dich niemals vergessen. In den nächsten 5 Monaten wirst du unwahrscheinlich viel Heilung in deinem eigenen Leben erfahren. In den nächsten 5 Monaten wirst du die Gegenwart Gottes so nah erleben, die in dir so viel bewirken wird. Und Gott wird dir Geschenke bringen in den nächsten 5 Monaten. Diese nächsten 5 Monate, es wird übernatürlich werden, Dinge und Geschenke in dein Leben kommen, von denen du wissen sollst, es ist die Hand des Herrn, der dir sagen möchte, Andrea, ich habe dich nicht vergessen. Und ich werde dir alles erfüllen, was ich dir versprochen habe. Hab keine Sorge um die Zukunft. Mach dir auch keine Angst. Ich sehe ganz viele Kinder um dich herum. Ich sehe, dass ich sehe dich am Boden sitzen. Und du sitzt am Boden so und am Boden, und da sind Kinder um dich herum. Die stehen und die sitzen, teilweise sitzen die auf deinem Schoß. Und die Kinder, die auf dem Schoß sitzen, die werden durch das auf den Schoß sitzen von dir die Gegenwart Jesus erleben, wie sie sonst sie nicht erlebt haben. Der Herr wird dich verwenden und viele Kinder werden die Gegenwart Jesus
durch das auf dem Schoß sitzen mit dir erleben. Darum hab keine Angst, Jesus ganz hin. Er hat dich nicht vergessen. Es ist nett, dass ihr alles so klatscht. Ich hoffe nur, ihr klatscht es nicht für mich, weil ich mag das überhaupt nicht. Ihr müsst für Jesus klatschen und dass er so gut ist und die Menschen liebt und alle kennt und weiß, was jeder braucht. Halt immer aufpassen beim Klatschen, bitte. Und ich mag keinen Applaus, weil Jesus hat mir gezeigt, er mag das nicht, wenn wir Menschen erhöhen, und er mag das nicht, wenn wir irgendwas mehr lieben als Jesus. Entschuldigung. Er muss alles sein für uns, alles, alles. Wir brauchen sonst nichts und niemand, nur Jesus. Wenn wir ihn haben, haben wir alles, was wir brauchen. Danke, Jesus. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Herr, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du uns alle genau kennst, so wie wir sind. Wir bitten dich, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Ist irgendjemand hier mit einer Muskelverletzung? Kannst du mal kurz herkommen? Hast du Schmerzen? Okay, du hast die Schmerzen definitiv. Gut. Vater im Himmel, wir danken dir für ein Wunder. Wir danken dir für ein Wunder, Vater. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tust. Ich befehle dem Muskel, jetzt heil zu sein. Ich befehle jeden Schmerz, diesen Körper zu verlassen, im Namen Jesus. Ich breche jeden Krankheitsgeist. Ich erlaube dir nicht, die Heilung zurückzuhalten. Ich setze dich jetzt frei von allen Schmerzen. Muskel, sei geheilt, sei los von deinem Leiden und sei schmerzfrei. Im Namen Jesus, jetzt, in diesem Augenblick. Der Herr wird dir zurückgeben, was dir der Feind gestohlen hat. Alles, was dir der Feind geraubt hat, wird der Herr dir zurückgeben. Du brauchst nicht mehr kämpfen darum. Du kannst aufhören zum Kämpfen und darfst jetzt einfach ruhen, weil der Herr für dich kämpft. Er hat seinen Engel befohlen, dir alles zurückzugeben, was dir vom Feind geraubt würde. Du kannst beginnen, Gott zu preisen und Gott zu danken dafür, dass in deinem Leben dir alles zurückgegeben wird, was dir geraubt und gestohlen wurde. Und in deiner Familie wird's alles gut sein. In deiner Familie wird alles gut sein. Und ganz viel Fruchtbarkeit wird der Herr in deiner Familie schenken. Und die Verwandten, die noch fernstehen, wird Jesus herzuführen. Er wird sie herzuführen und herzuziehen. Tust du mal den Muskel fest testen und ausprobieren und lauf mal so richtig. Ja, genau. Immer noch weh? Wir werden das nicht akzeptieren. Streckt alle eure Hände aus. Komm her. Jesus tut Wunder. Herr, wir akzeptieren nicht, dass in diesem Muskel noch Schmerzen sind. Vater, wir weigern uns, das zu akzeptieren. Wir danken dir, dass deine heilende Kraft hier ist. Wir brechen diese Krankheit im Namen Jesus. Wir befehlen diesen Muskelschmerzen, diesen jungen Mann sofort zu lösen im Namen Jesus. Wir befehlen dem Muskel, wiederhergestellt zu sein. Alle Schmerzen, lass ihn jetzt los und geht aus diesem Körper. Im Namen Jesus. Vater, wir danken dir für dein Wunder. Beweg dein Bein. Tut immer noch weh. Ist ganz gleich? Ist es ganz gleich? Ja. Die Achillessehne. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Jesus, du bist ein Gott, der heilt. Du bist ein Gott, der heilt. Und wir befehlen im Namen Jesus, dieser Achillessehne heil zu sein. Wir befehlen, dieser Entzündung zu gehen. Wir setzen die Kraft Gottes und die Gaben der Heilung jetzt frei im Namen Jesus. Achillessehne sei heil, Entzündung geh im Namen Jesus jetzt aus diesem Bein.
In Jesu Namen. Testen mal. Immer noch, okay. Die vom Heilungsteam, könnt ihr für ihn da drüben schauen. Gehst darüber, die vom Heilungsteam, die werden dir weiterhin dienen, dass wir ein Wunder vom Himmel kriegen. Ah, die Dame hier, wie heil. Du hast auch Muskelschmerzen. Komm mal her. Bist du verspannt? Sehr. Immer Kopfschmerzen, ja, das ist nicht gut. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns alle so liebst. Herr, wir danken dir, dass wir im Namen Jesus von dir Heilung empfangen können. Vater, wir lösen diese Verspannung, wir befehlen, diese Verspannung im Nacken zu gehen. Herr, wir nehmen die Last von unserer Schwester jetzt im Namen Jesus. Wir nehmen die Last von den Schultern dieser Schwester. Vater, wir brechen diese Last im Namen Jesus. Wir sagen, den Muskel sei los, sei gespannt, sei heil, sei frei. Wir befehlen, dem Kopf weh zu gehen, im Namen Jesus. Jetzt sei los von diesem Leiden. Bewege mal. Ja, was spürst du? Kannst du nicht sagen? Du bist ganz aufgeregt, okay. Alles klar. Der Herr wird euch als Gemeinde segnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Schätze das sehr. Und ich habe so stark gespürt, dass in dieser nahen Zukunft, dass der Herr hat begonnen, dieses Wochenende etwas zu tun. Der Herr hat in euch etwas Neues aufgeweckt. Ich habe so stark gespürt, dass in vielen von euch wurde Neues aufgegraben, Neues einfach hervorgebracht. Dinge, die der Herr wiederum hervorgebracht hat, wo der Herr einfach sagen möchte, ich werde die Vision dieser Gemeinde erfüllen. Ich werde die Pläne dieser Gemeinde erfüllen. Und in diesem kommenden Monat und in diesem kommenden Jahr wird der Herr Menschen wiederum hereinbringen, die hier waren. Ich spüre das so stark. Leute, die hier waren, die weg sind, aus welchem Grund auch immer. Der Herr wird beginnen, die verlorenen Söhne wieder zurückzuführen zum Hause des Vaters. Und der Herr wird diese Räume nicht nur füllen, sondern der Herr wird euch die Träume, die er euch tief ins Herz gelegt hat, die wird der Herr beginnen, wiederum wachzurütteln und euch sie auch erfüllen. Und ihr werdet die Kraft und die Gegenwart Gottes in diesem Raum erleben. Diese Räume werden so von der Gegenwart Gottes erfüllt, dass Menschen, wenn sie bei der Tür hereinkommen, so von der Kraft und Gegenwart Gottes berührt sein werden, dass sie völlig neu sein werden. Ihr Herz wird geöffnet werden, weit geöffnet sein für die Gegenwart, für die Kraft, für die Versorgung, für die Heilung Gottes. Und die Wunder, die Gott vielen von euch verheißen hat, die werden hier in diesen Räumen auch stattfinden. Gott wird tun, was er euch versprochen hat. Und Gott wird Berlin zeigen, dass Jesus Christus in der Gemeinde auf dem Weg tatsächlich lebt und auferstanden ist. Und da haben wir noch